Alten! Ja! Ja. Hallo, ich bin die Luna! Ja, meine Freunde, wir sind wieder am Start und heute ist Sonntag, das heißt, wir lesen Kommentare vor. Ja, und es sind wieder einige zusammengekommen, erstmal danke dafür. So. Ach. Und zwar, der erste Kommentar kommt von lieben Gerb. Du? Und wieso ich? Soll ich vorlesen? Okay, ja. Also er hat geschrieben, Jan, dein Durex bei 11 Minuten 25 Versprecher zum Brüllen. Ja, er war lustig. Könnt ihr mal letzte Woche draufschauen? Das ist von letzter Woche das Video. Ja, der nächste Kommentar kommt von E-Bike am M, 4 Daumen hoch. Danke dafür und oh, jetzt habe ich hier gewackelt. Na prima. Der nächste Kommentar kommt von unserem lieben guten Heizi und er hat geschrieben, hallo ihr zwei. Solltest du oder nicht? Nee, du. Okay. Leider konnte ich nicht live gucken, habe Nachtschicht. Heute war irgendwie der Verpennetag. Replikats, ja. Sind Nachbauten, zum Beispiel von Schauspielern, Spielefiguren oder ähnliches. Interessiere mich dafür. Die Terminator-Bürste, Büste. Was ist denn heute los? Heute bin ich wieder heiß, Entschuldigung. Also ich bin heute total müde. Aber wieder coole Sachen hier gewesen. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke für deinen Kommentar und danke für deine Informationen, was Replikate sind. Ich habe echt keinen Plan gehabt. Also jetzt weiß ich es, wieder dazugelernt. Und dann kommt der nächste Kommentar vom Rinaldo. Du kannst ja schon mit mal die Videos von Produzenten und dir ein Zeit Vorschau zu verschaffen. PS, es gibt auch andere Videoschneidprogramme, sogar kostenlos. Also ich möchte sagen, dass ich schon mal vorproduzieren soll, weil das war das Thema, wo das Matrix mich ein bisschen im Stich gelassen hat. Video vorproduzieren mit anderen Schnittprogrammen, dass wir schon ein bisschen was haben. Deswegen hat er das geschrieben. Und dann kommt E-Bike am End. Ja, manchmal ist es manchmal alles schwierig. So, weiter so, liebe Grüße. Ja, liebe Grüße zurück. Und dann kommt Heizi. Guten Morgen, René. Ich kann deinen Ärger verstehen, ob es wirklich das Programm ist. Kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt, ich benutze die 2016er Version. Die habe ich Ende 2016 käuflich erworben und sie läuft bis jetzt auf zwei Rechnern einwandfrei. Das Einzige, wo ich Probleme hatte, war, als ich einen neuen PC bekam, dass ich die Online-Rechte bzw. Lizenzen neu verteilen musste. Nutze ich noch als Notnagel auf meinem Windows-Tablet den Movie Maker, zwar nicht das Nonplusultra, aber zum Not kann man damit arbeiten. Kleinen Tipp, noch falls du mal das installierst, danach den CE-Cleaner drüber laufen lassen und damit wirklich alle Reste entfernt werden und auch die Registrierer-Datenbank aufgeräumt wird. Drücke dir die Daumen, dass alles gut geht und bald wieder du am Schneiden bist. Sollte mir was einfallen, auffallen oder ich was lesen, werde ich dich natürlich informieren. Danke dafür. Also es ging darum, mein Programm hat einfach nicht mehr das Bild angezeigt. Ich musste einfach nur die F9-Taste drücken, dann war alles gut. Hätte auch so einfach sein können, aber ja. Sollte halt nicht. Und der nächste Kommentar kommt von Jan. Ja, super tolles Video. Den Quark kann man auch schneller rauskriegen, beziehungsweise an der Rückseite ein Loch oder einen Schnitz reinmachen. Ja, dass der Quark dann einfach so rausbloppt. Das war ein guter Tipp. Jetzt sollten wir den Kanal mal abonnieren. Wir sollten uns Tipp-X. Willst du zum Jan, meine gute Luna, ne, dann geh. Dann kommt der nächste Kanal. Was ist heute los? Der nächste Kommentar kommt von E-Bag am M. Sieht sehr gut aus. Bestimmt lecker. Liebe Grüße. Nicht nur bestimmt, der war mega lecker. Mega. Einfach nachmachen. Dann kommt der nächste Kommentar von der lieben Marina und sie hat geschrieben, war wieder sehr, sehr lecker. Vielen Dank. Sehr gern. Und dann, was ist das für ein Video?
ach, lässt mich Matrix im Kompletthängen. Da ist nochmal das gewesen, wo es nicht ging, weil ich neu installiert habe und alles. Dann hat geschrieben, Sankt Matrix Produkte. Also ja, ich speziell auf Magic, das ist toll. Was hat VDL damit zu tun, wenn alles bis vor einer Woche funktioniert hat? Irgendwas wurde am Rechner verändert. Zum Datum würde das November-Update von Microsoft passen. Als erste Maßnahme würde ich empfehlen, Rechner neu starten, extra Menüpunkt, Windows-Menü, nicht herunterfahren und wieder einschalten. Wenn es noch nicht reicht, die Programmeinstellungen von VDL auf Kompatibilismodus stellen, wenn auch das noch nicht zum gewünschten Ergebnis führt, einfach mal die Spezialisten von Magix Forum, genau, haben wir aber nicht gemacht und es hat sich dann noch herausgestellt, ich habe dann wieder geguckt, einfach nur 11.9 drücken, wie wir wissen, habe ich ihn auch geschrieben, hier unten steht's, danke für diesen Tipp, es läuft auch wieder alles, ja. Der nächste Kommentar kommt von Liga-Kontur. Sieht sehr lecker aus. Ja, und war er auch da, da war er mega nicht dabei. Und der ist auch nicht schwer. Der ist mega. Hast du den? Der ist aus. Doch, den hast du mitgegessen. Ja. Ja, und wie fandest du ihn? Lecker. Lecker. Auch der Aussehen. Also wie gesagt, ihr könnt auch gerne mal auf Heizzi und Ligeral und Tour und Ibergam draufschauen. Links sind unten in der Videobeschreibung. Dann kommt der nächste Kommentar wieder vom lieben Heizzi. Und er hat geschrieben: Hi wieder, sehr schöne Video. Und scheint eine leckere Angelegenheit zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass dein Programm wieder arbeitet. Liebe Grüße, Heizzi. Und da, genau, mit den Kuchen hat es wieder gearbeitet. Ab den Kuchen fing es wieder an. Dann kommt von Marina wieder. Es läuft wieder. Wie schön. Genau, hier habe ich das Informationsvideo noch rausgebracht, dass es wieder funktioniert. Und darauf hat auch der liebe Heizzi geschrieben. Ja, manchmal ist die Lösung doch so nach... Herr F9, okay, wusste ich auch nicht. Aber schön, dass es wieder geht. Somit freuen wir uns auf schöne Videos von dir. Danke dafür und ich freue mich, euch auch gern Videos zeigen zu dürfen. So, der nächste Kommentar kommt von Marina. Ist mal etwas anderes. Gehirn-Jogging. Etwas für die grauen Zellen. Gehören. Genial. Ja, liebe Marina, danke dafür. Ja, das ist ja unser Test, den wir vorher schon gemacht haben, wo dann das Matchup-Programm abgegangen ist. Dann kommt der nächste Kommentar von Ebergamelm. Cool. Daumen hoch. Und dann kommt der liebe Heizzi. Und da soll noch mal jemand sagen, YouTube bildet nicht schöne Videos. YouTube bildet nicht schönes Video. Liebe Grüße, Heizzi. Danke dafür. Ja, YouTube bildet. Also man kommt voran. Dann habe ich am 52. Tag ein Paket bekommen und da hat die gerade ein Tour draufgeschrieben. Hallo, ein tolles Teil. Du wirst da sicher viel Freude damit haben. Und Zeit beim Kochen spart man auch. Haferdrinks sind eine tolle Alternative zur Milch und sie schmecken sehr unterschiedlich. Wir haben heute Hafermilch verschiedener Anbieter auf der Veggie-Messe getestet. Viele Grüße von Susanne und Stefan. Liebe Grüße zurück. Ja. Und das ist geil, dass es eine richtige Messe gab. Also ich bin mit der Hafermilch, die dieses Gerät macht, total zufrieden. Schmeckt richtig lecker. Also ich kann echt nicht meckern. Die Kakao, was er für mich gemacht hat, hat auch richtig lecker geschmeckt. Ja. War ja der Haferdrink. Ja. So, dann hat geschrieben E-Bike am Helm. Schönes Teil, da kann... man sehr viel mitmachen. Liebe Grüße. Ja, da kann man mega viel machen. Das mega. Ist echt geiles Teil. Und dann kommt von Heizzi der Kommentar. Ja, cool, schönes Maschinchen. Dann erwarte ich demnächst ein Trockeneis gepackt an meine Adresse. Die erste Lieferung. Nein, Scherz, bin gespannt, was du noch alles damit machen wirst. Ich auch. Also wir haben ja, also da wird noch einiges kommen, Videos dazu. Und wie gesagt, habe ich ja gestern, glaube ich, schon geschickt. Trockeneis ist unterwegs. dann kommt der nächste Kommentar von Mike Klaus. Ein schönes Pilzsüppchen, lecker. Ja, können wir auch gern machen, aber ich glaube, wir machen ein lecker Pilzsüppchen. Also. Dann kommt der nächste Kommentar von Marina. Lecker und sehr gesund. Außerdem weiß man, was in diesem Produkt drin ist. Also lecker und sehr günstiger. Geht es um diesen Haferdrink, den habe ich da gestern kam das Video raus.
Dann hat sie irgendwie nochmal ungefähr dasselbe geschrieben, sehr lecker und günstig. Außerdem weiß man, was, in welchem Produkt es hergestellt ist. Okay. Dann hat Ibai Gambell geschrieben zu dem leckeren Haferdrink. Schön gezeigt, da kann man so viel mitmachen. Lieben Gruß. Ja, wie gesagt, es kommen da noch einige Videos drüber. Dann hat Renaldo geschrieben. War jetzt leider nicht richtig zu sehen, wie es aussah. Am Ende vielleicht einfach ein Foto mit reinschneiden. Nur so als Tipp würde gern manchmal sehen, wie gut das ging. Also er möchte gern sehen, wie reinigen gut das ist, wenn es mal richtig eingesaut ist. Ich möchte halt sehen, wie das aussieht, wie das gemacht wird, wenn man das reinigt. Ja, dazu kommt auch noch ein Video. Schwer ist es nicht, muss ich dazu sagen. Ist eigentlich relativ einfach gehalten. Ja, und beim nächsten Mal habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben, mache ich dann nochmal, passe ich besser darauf auf, dass man das sieht. Ja, ansonsten Reinigungsvideo kann ich gerne noch machen. Könnt auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr alle sehen wollt. Das, ja, gar kein Ding. Dann kommt der nächste Kommentar von lieben Gerd und er hat geschrieben, du hast einen Hang für volle Drehzahlen bei den Küchenmaschinen. So sieht es aber auch nachher die Umgebung aus. Halte dich doch einfach mal an die Rezeptvorgaben oder kommt es bei dir auf diese jede Sekunde an? Nein, natürlich nicht, aber bei diesem Rezept muss ich volle Bulle machen. Es steht auch so drin, es gibt mir so vor, ich habe gar keine Wahl, ich muss da hochdrehen, weil sonst passt es nicht. Ja, du meinst wahrscheinlich auch die Rezepte, wo ich die andere Küchenmaschine volle Bulle habe. Das ist manchmal auch die... Ja, man kocht ja, das muss man auch aussehen wie Sau. Ja, da kann es sein, da steht auch immer nur drin, wie viel ich machen soll, und dann mach ich halt volle Pulle. Einfach damit es schneller geht, das stimmt schon. Das waren die ganzen Kommentare von dieser Woche. Ja. Dann, ja, war es das leider schon wieder. Und dann sehen wir uns, wenn wir nächste Woche wieder. Ja, nächste Woche, beziehungsweise morgen. Ja, morgen, aber hier sind wir uns nächste Woche wieder. Das heißt, wir morgen mitmachen, weiß ich nicht. Dann geht ihr mal Dampfreizen. Nicht mit Likes, geizen, teilt das Video mit euren Freunden. Wenn ihr mit dem Big Bear wollt, abonnieren, Glocke aktivieren. Und dann sagen wir, halt, bis dann. Bis morgen, halt die Uhr steif. Auf Wiedersehen!